So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit dem Abarth. Ich habe noch keine Ahnung, was in dem Video alles so in Summe passiert, weil wir relativ viel aktuell umbauen. Und im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie dieser Auspuff am Messegelände abgefallen ist. Okay, das hört sich so an, als wenn wir gerade einen Auspuff verloren haben. Der ist auch tatsächlich bis heute abgeblieben und Marius hatte es schon vermutet, der ist auch nie wieder drangekommen, weil wir haben den Abarth nämlich direkt einfach zu Benny gebracht. Ihr erinnert euch, Benny hat ja schon die Downpipe gebaut. Und da war dir dieser Endtopf ja eigentlich schon ein Dorn im Auge, ne? Ja, wenn wir alles so geil schon gebaut haben, ne? Und ich glaube, ich habe auch noch nie von jemandem so viel negatives Feedback wie auf den Topf bekommen, ne? Ja. So, also Klangkulisse fand ich geil. Das ja, gut angehört hat er sich. Genau. Ja. So, hat ein richtig schönes Geräusch hat er gemacht. Aber klar, der ist jetzt auch garantiert mittlerweile 10 Jahre alt. Das darf man auch nicht vergessen halt, ne? Ich bin gespannt, wie es fährt, weil ich glaube, dass das gar nicht so schlecht war, dass der hinten an der tiefsten Stelle wie so eine, ich sag jetzt mal, wie so eine Betonplatte hinten drin liegen hatte. Weil der ist schon gut schwer. Aber ich habe zufälligerweise die Waage. Weil das können wir uns jetzt natürlich nicht nehmen lassen hier. Wir wiegen alles und dann müssen wir natürlich auch mal diesen Pott nehmen. Weil das ist schon krass, was das Ding wiegt. Wow! Alter! 20 Kilo? 20 Kilo, ne? Krass. 20 Kilo ist schon... Das ist wirklich schwer, ja. Ich weiß noch, der Alu-Auspuff von der Limo war 5 Kilo. Und der war ja krass. 3 Meter lang, ne? Heftig, okay. So, okay. Leistungsmäßig glaube ich nicht, dass der ansatzweise irgendwas gedrosselt hat oder so. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil wir haben hier 70 mm, klar, das ist jetzt in dem Fall hier ein bisschen ausgespart für die Karosse. Ja. Keine Ahnung, wie es da drin aufgebaut ist, aber wir reden jetzt von 200 PS, das ist jetzt halt noch nicht so... Das ist kein Problem. So die Welt. Da durchzukriegen, ja. So, okay, was machen wir jetzt? Beziehungsweise, was macht ihr? Für mich stand auf jeden Fall fest, Auspuffanlage muss auf jeden Fall von euch gebaut werden. Ja. Weil ihr sowas ja eigentlich wirklich tagtäglich macht. Mhm. Das ist ja eigentlich sogar euer Kernbusiness, ne? Ja, kann man schon so sagen. Ja. Wo du auch ursprünglich mit angefangen hast. Ja. Und was würdest du hier vorschlagen? Also, was können wir bauen? Jetzt eine Frage vorab. Soll das generell immer leise sein? Möchtest du das schaltbar haben, dass man vielleicht sagt, man macht eine Klappenabgasanlage da draus? Also, es ist halt schon so, dass auf vielen Rennstrecken gerade das Auto schon leise sein sollte. Also, das sollte schon so von der Lautstärke her schon noch so einigermaßen TÜV-mäßig am Start sein. Also, oh, okay, dann würde ich sagen, brauchst du auch keine Klappenabgasanlage sein. Also wir haben ihn jetzt ja, wie man im Video gehört hat, relativ lang komplett ohne Auspuff gefahren. Das war zwar laut, man hat auch cool den Lader gehört. Ich persönlich bin aber immer einer, deswegen fand ich auch den Klang von der Alu-Auspuffanlage nicht schön. Ich finde, ein Auto braucht immer einen Klangkörper. Ist richtig. Um so ein paar Frequenzen rauszufiltern, dass es dann am Ende ein schöner Sound wird. Ja, ne? Also wenn es jetzt wirklich straight wäre, dann hätte ich gesagt, also wenn es jetzt eine Klappenabgasanlage wird, dann hätte man noch einen Mittelschalldämpfer irgendwie einbauen müssen. Zwar nur ein kleiner, aber... Ah, okay, also du hättest dann straight, heißt wirklich von hier einfach mit Klappe raus. Als Beispiel, dann hätte ich aber, oder dann würde ich sagen, müssten wir was in der Mitte als Mittelschalldämpfer noch einbauen. Wenn Klappe zu, dann würde er quasi durch den Topf gehen und auf einer Seite raus. Genau, aber wenn das jetzt... Aber das geht alleine schon nicht wegen Falster, wenn da irgendwann mal zufälligerweise so Flamme hinten rauskommt, ne? Ja, okay. Dann würde das ja nur auf einer Seite rauskommen. Das wäre irgendwie... wohl wahr. Ja, so, dann sollten wir uns vielleicht überlegen, das ähnlich wie diese Konstruktion zu machen, dass wir hier einen Schalldämpfer auf jeden Fall bauen mit einem Eingang und dementsprechend links und rechts halt einen Ausgang. Kann ich mir zum Beispiel so vorstellen, dass wir jetzt hier langkommen, irgendwo... Richtung Mitte halt ein Y haben und dann halt aufteilen nach links und rechts. Das heißt wirklich ein Eigenbautopf von euch? Ja, genau. Den würden wir selber bauen. Das heißt, ihr kriegt dann die Hüllen und baut wirklich den kompletten inneren Aufbau selber? Ja, genau. Dann sind wir halt frei von der Gestaltung. Ne? Ja, genau. Ja, wie wir das jetzt genau angehen, ausmessen. Und meinst du, dass wir ihn da mit leise genug bekommen, wenn wir jetzt hier weiter wollen? Auf jeden Fall. Gar kein Problem. Weil da kann man... unterschiedliche perforierte Rohre nehmen, Lochgrößen, das kriegen wir hin. Und wir gehen jetzt gerade mit 70 rein und gehen dann wirklich durch den Topf auch mit 2x70 wieder raus oder macht man dann einen kleineren? Ich würde es dann ein bisschen kleiner machen, also das Y, was ich mir jetzt im Kopf schon so vorstelle, natürlich voll 70 und dann würde ich kleiner gehen, ich sag mal auf 2x60, reicht vollkommen aus. Okay, Endrohr?
Ja, Endrohre, das ist natürlich, das musst du dir überlegen. Also eigentlich prädestiniert ist das Auto für so irgendwie so doppelwandig Carbon-Endrohr, wie auch immer, ne? Kann man machen. Es ist mega viel Platz im Diffusor auf jeden Fall. Wo du Diffusor sagst, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Das kommt später nochmal, der ist nämlich aus der Schweiz von Carotec. Sieht richtig geil aus. Da machen wir aber auf jeden Fall später. Ich habe noch so ein paar optische Sachen vor, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Da gehen wir auf die Optik nochmal am Ende ein. Mhm. Ja, entweder gibt es halt so diese Doppelwandigen. Mhm. Ich persönlich bin aber immer ein Fan von einwandig. Gerade rauskommt, ein bisschen schräg abgeschnitten und gib ihm. Also schräg abgeschnitten ist wichtig, weil die ganze Karosserie halt relativ rund ist. Sonst sieht das aus so wie eine Schubkarre. Also das muss schon irgendwie so ein bisschen mit der... Vor allem der ist so leicht, die kannst du hinten so hoch hin. Ja, genau. Und da können wir aber auch sonst ein bisschen was dranhalten und schauen, was dir gefällt. Mhm. Aber ich glaube, ich gehe deinem Geschmack mit einfach scharf geschnitten. Geht immer. Ja, ja. Es geht, sieht mal gut aus. Ja. Wird die Abgasanlage hinterher auch TÜV-fähig sein oder ist das jetzt nur Motorsport? Also man müsste dann wirklich schauen, ob wir dann eventuell noch zusätzlich Mittelstellen verfahren müssen, je nachdem wie laut sie dann halt ist. Praktisch ist es aber theoretisch schon so, wenn sie von Fahrgeräuschen her leise genug ist, könnte man da theoretisch schon Einzelabnahme eintragen lassen. Ja, klar. Oder man macht sich dann einfach die Mühe, das haben wir bei anderen Abgasanlagen so, dass wir halt eine richtige EWG dafür erstellen. Mhm. Das geht schon. So, weil man denkt immer, Eigenbauauspuff muss illegal sein, aber wenn, das hatten wir ja in der Downpipe schon, wenn Thema Cut mit Isolierung und Position des Cuts und weiter alles passt und es jetzt nicht brülle laut ist, geht das. Dann ist sogar fast die Version, eine Nicht-Klappen-Auspuffanlage einzutragen, einfacher als eine Mitklappe. Mhm. So, weil mit Klappe eintragen ist ja immer so, die meisten wissen ja, wie man danach mitfährt. Ne? Da ist es einfach so, Voraussetzung ist dafür, dass du sie halt nicht steuern kannst. Genau. Sondern das muss ein Steuerteil übernehmen, also ein Steuergerät dafür übernehmen, das dir quasi sagt, ich darf jetzt aufgehen. Und da kann ich das auch in Gewissheit verstehen, dass der ein oder andere TÜV-Prüfer da vielleicht auch keine Lust hat, die einzutragen. Klar. Ne? Weil brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Klappenauspuff. Ja. So. Ja. So, aber ich will lieber Klang. Okay. Okay, also wir haben aber jetzt eigentlich schon mal geklärt, kein Klappenauspuff. Genau. Brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir hängen hier so einen richtig fetten, schönen Topf rein von euch. Und dann würde ich sagen, geht's weiter, wenn ihr ein bisschen was geschafft habt. Gut, alles klar. Machen wir so. So, wir sind wieder bei Benni. Der hat übrigens hier umgebaut. Da ist sehr, 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 sehr... So, guck mal, was da läuft. Oh ja, sind wir. Benni im Fernsehen. Sehr, sehr, sehr schön geworden. Das ist jetzt hier Aufenthaltsbereich. Das heißt, wenn ihr bei Benni auch einen Ausflug gebaut haben wollt, könnt ihr euch hier aufhalten und könnt sogar eine Runde racen. So, es ist natürlich mal wieder spät, aber der Auspuff soll fertig sein und läuft ja gleich das passende Video hier. Ja, ja. Ich hab schon gesagt, die Simme ist Programm. Simme Video, ja. So. Ja, wir sind ready. Super. Alles geklappt. Ja. Ich glaube, es wird dir gefallen. Ja, alles funktioniert, alles Taco, alles gut. Oder ist nicht gut geworden. So viele Simson-Teile in Zwischenzeit bestellt. Ja, ja. So viele Simson-Teile bestellt, dass hier nichts mehr, ging. Nee, es sitzt richtig geil. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist ja auch beim Auspuff immer so das erste. Habt ihr ihn schon mal gehört? Lief auch gar nicht? Nee. Den Sonnenbrand habe ich mir geholt. Ich überlege immer, mit was man das so vergleichen kann, so das erste Mal so einen Auspuff anmachen. Ne? Ist das bei euch immer noch so, bei jedem Auspuff, den er baut? Oder lässt das irgendwann nach, ist so nach dem Motto scheißegal? Nee, ist schon interessant. Natürlich. Ich freue mich auch immer, klar, wie so ein Schneekönig. Ja. Gab es schon mal ein Auto, wo ihr einen Auspuff für gebaut habt? Zündung angemacht hat und dachte so, oh nein, was haben wir da gemacht? Ja. Der so wirklich schon im Leerlauf kacke klang? Ja, was heißt kacke? Einfach nur viel zu krank. Viel zu laut. Ja. Weißt du noch Carrera 996? Ja. Aber war schon noch ein Auspuff drunter. Ne? Ja, Alter, was war so laut, Alter. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Sauge halt immer extrem. Ja. Ja. Und da noch Motor hinten, nur ein kurzes Motor. Ja. Ich wollte erst fragen, was dein R8 macht, aber dann ist mir auch gefallen, dass ein V8, ne? V8, aber auch ein Biturbo. Ja. Da sind mir schon 20 Leute sozusagen drauf reingefallen. Die dachten immer, was ist los wieder mit dem R8, ne? Aber nicht von euch gebaut. Nee, es ist ein HGP-Umbau. Wir machen so ein bisschen Service, da waren Cuts kaputt und das machen wir gerade an dem Ding. Cool. Ich habe schon gesagt, der Empfangsbereich ist sehr schön geworden. Gleich ganz anders aussehen. Kann man fast einziehen. So, okay, zurück zum Thema Auspuff, würde ich sagen. Ja, komm mal ran. Ich bereite schon mal, wir gucken ihn erstmal an. Ja. Witzig wäre jetzt andere Endrohre mit Klappe. Komplett anders.
Ist auch heller hier, ne? War es letztes Mal auch schon so hell? Ja, es kommt das Inbau. Ah, okay. Das heißt, wir können. Jetzt ist voll aufgedreht hier. Ja, ja. Also, er sieht auf jeden Fall schon mal leicht aus, wenn du ihn so trägst. Ja, ich bin Tier. Nein, also ich denke mal schon, dass das gewichtstechnisch deutlich. Man muss dazu sagen, Vladi ist immer derjenige hier, der nie zufrieden ist eigentlich. Ja, 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 ja. So, Endrohre müssen wirklich immer so auf Millimeter links, rechts sitzen, ja. Passen, Abstand vorne, hinten, alles messen, alles schleifen. So genau ist kein Messschieber, sagen manche. Aber bist zufrieden? Ja, so. Ich bin sehr zufrieden sogar. Ja, leg mal hin, das Ding, ja, das wird ja mal. Immer verkehrt rum. Und das ist jetzt ein gebauter Topf von euch? Ja. Genau. Und was hat das hier mit Streamlime auf sich? Das ist unsere neue eigene Auspuffmarke. Ah! Da kommt jetzt bald ein bisschen mehr zu. Wir haben schon viele Abgasanlagen in Vorbereitung, kommt viel mit TÜV. Genau. Kommt man eigentlich aus Hannover, aber weiß doch nicht alles Bescheid. Ja, okay. Ja, ja. Das heißt, das ist so eure Hausmarke? Ja, genau. Genau. Sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Ja. Geil. Da ist auch schon einiges in Hinterhand mit einigen Autos, die hier auch schon. Das heißt, wir reden jetzt gar nicht über Töpfe, sondern eigentlich über komplette Auspuffmarke. Ja, genau. Komplette Abgasanlagen. Dabei auch Abgasanlagen mit Klappensteuerung und TÜV und sowas. Genau, einfach nur dran bauen, fertig. Meinst du, das wäre theoretisch mit EG-Genehmigung so machbar? Dafür müssten wir jetzt wissen, wie laut der ist. Wie laut er ist, ne? Okay. Genau. Aber ich denke mal, das ist nicht ganz fern davon. Eventuell müssten wir im Bereich Mittelsteindämpfer halt irgendwas noch machen. Dann wäre das wahrscheinlich möglich. So, okay, krass. Das heißt, wirklich leere Hülle. Ja. Dann habt ihr euch erst den Innenaufbau mit den Rohren überlegt, reingeschoben und dann gestopft und zugemacht. Genau. Vladi, kannst du dir ja mal kurz erklären. Genau. Eben vielleicht Vladi den Scheinefeuer. Soll ich vielleicht die Einzelteile holen? Wenn ihr noch was. Wir hätten am liebsten gezeigt, wie ihr den Topf sogar baut, aber ihr seht, hier ist immer recht viel los. Ich hole eure Einzelteile, da kannst du. Das heißt, wir mussten ein bisschen improvisieren mit dem Film. Aber das können wir irgendwann werden wir bestimmt nochmal so einen richtigen Spezialtopf haben. Bietet ihr theoretisch auch einen Kundenwunsch auf Zeichnung so einen Topfbau an? Geht auch. Haben wir auch schon öfters gemacht, ja. Okay, cool. Weil da wird es bestimmt viele geben. Auch so, keine Ahnung, so eine Thematik, die ich mir jetzt vorstellen könnte, auch so Bootsbereich. Okay, da werden viele einfach straight pipes und raus und fertig halt. Aber da gibt es ja schon einige Sachen. Ja, aber es gibt manchmal einfach du hast einen gewissen Unterboden bei einem Fahrzeug, wo einfach keine Platzverhältnisse da sind, wo es eigentlich nur nach Zeichnung geht. Und das machen wir dann schon. Das ist kein Problem. Sieht schon krass aus, ne? Das gefällt mir auch richtig gut. Eigentlich viel zu schade zu anbauen. Wenn ich mir jetzt aus dem ersten Teil diesen hässlichen Auspuff überlege, der so dran hing, der hat 15 Jahre seinen Dienst gemacht, 12 Jahre. Der irgendwann mal dran hing, ja. Genau, der dran hing, der zufälligerweise abgefallen ist. Genau, also das sind jetzt sozusagen die Einzelteile, die ankommen, die Abwicklung und die Deckfläche. Der ist noch mal länger, das heißt, ihr habt ein bisschen gekürzt. Genau, das ist jetzt in dem Fall Golf 7 GTI-Pod für die EWG-Anlagen dann. Und ja, das passte halt eben mit der Länge. Ich habe die Länge ermittelt. Hab sozusagen, ja, es soll ja ein bisschen leise sein, hieß es. Also wegen der Rennstrecke, ne, dass das nicht zu laut ist, etc. Aber soll halt trotzdem schönen Klang haben. Dementsprechend die Größe einfach gewählt. Damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, diese Deckfläche hier, die kann man passend bestellen. In jeder Größe, in der man haben möchte. Sei es 55, 76, 89, ist alles zu bekommen bei uns. Ja, ganz in Ordnung. Die Anlage haben wir ja mit 70 angefangen, wolltest du ja irgendwie damals haben. So, dann ich denke mal, es reicht für den 1,4er. Ja, massig. Ja, noch. Massig. Auf jeden Fall. Sprich, ja, dann habe ich mir den Dämpferaufbau so ein bisschen überlegt. Und zwar ist das ein Turbofahrzeug, da wollte ich jetzt keine Kammer bauen oder sowas. Also sprich, hier, wenn man hier reinguckt, ist das durchgängiges Rohr. Wir haben hier ein Siebrohr und dann wird das hier Ganze mit einem Y aufgeteilt und geht in die zwei Endrohr-Varianten. Hier haben wir zwei 55er Rohre, um das Ganze so ein bisschen zu reduzieren, um einfach die Anlage ein bisschen leiser zu bekommen. Ah, okay. Also das 70er teilt sich auf in zwei kleinere Rohre. Genau. Genau. Ein Kammerschalldämpfer wäre jetzt quasi wirklich, es geht irgendwie in den Topf rein, man hat eine Kammer und es geht irgendwo wieder raus. Sprich, hier wären nochmal so zwei Deckbleche innen drin. Und das würde halt einfach, das Abgas würde einfach hier reinhauen und ja, sich dann dementsprechend rausdrücken. Ne? Ist dann auch die Version, die halt auch wahrscheinlich durch den Gegendruck ein bisschen Leistung kostet damit. Genau, genau. Also für Turbofahrzeuge empfiehlt man eigentlich immer so durchgängig. Und das Rohr, was hier reingeht, das Y-Stück und die Rohre sind alle so perforiertes Rohr? Oder wie ist der Aufbau da drin eigentlich? Das Y selber ist nur aus Bögen gebaut. Ne? Und die geraden Strecken sind dann halt eben dieses perforierte Rohr. Ne? Und dabei haben wir hier das Hobelrohr einmal. Hobelrohr. Genau. Krass, wirklich so ein richtiges Kugelrohr. Und die Abgase gehen so durch, also richtig? Genau. Also das hat eine Flussrichtung,
Es gibt ja das ganz normale perforierte Rohr, was einfach nur gelöchert ist. So. Und das Hubelrohr hat so eine Flussrichtung, weil in die Richtung sozusagen würde es halt eben keinen Effekt haben. Hm? Das holt sich quasi. Gibt es bestimmt auch einige, die diesen Topf dann haben, hat man falsch rum dann am Ende eingeschaltet. Ja, ja, ja. Ich hab hier so eine Dokumentation, wie man diese Fette baut und sowas. Und da steht dann in Rot ganz fett Flussrichtung beachten. Unbedingt so, ne? Ja. Ich glaube, den Eingang hast du aber ein anderes Rohr, glaube ich, gewählt, ne? Oder? Du meinst hier? Ja. Hier haben wir auf 63,5 sozusagen produziert. Krass ist auch, gedreht ist das Ganze auch noch, ne? Genau. Ja, das wird irgendwas mit der Form zu tun haben, wie das Ganze hergestellt wird. Ist so ein bisschen, es gibt doch so einen James Bond Film, glaube ich, als Titelbild, wo du so durchguckst. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja so. Aber du musst es wahrscheinlich stimmt. Kluck, Linse kaputt. Nee, du musst umdrehen, sonst du hast jetzt falsch rum reingehalten. Ja, naja, klar, aber vom Durchgucken her. Ja, ja. Neuer Versuch. So, okay. Andere Frage, wie lange sitzt hier ungefähr an sowas? Ich muss jetzt hier noch ein bisschen auf dem Mittelstück ein bisschen bauen, aber jetzt hier diese Endboard-Variante, das ist locker ein ganzer Arbeitstag, sprich 8 Stunden. Mhm. Aber dann bist du auch schon flott unterwegs und so. Ne? Genau, und der Pott ist schon fertig. Also den Pott habe ich quasi nur. Okay, verstehe. Den habe ich schon Tag vorher. Ich würde, glaube ich, 8 Stunden alleine schon für 2 Nähte erstmal brauchen, bis hier. Die Nähte, die finde ich hier immer extrem schön. Porno, ne? Sieht man einfach, dass das jeden Tag halt gemacht wird. Ja. Wie oft musst du den Pott anbauen und wieder abbauen, bis das Ding wirklich finito ist? Also ich habe mir so eine Reihenfolge sozusagen angewöhnt. Ich baue ja erstmal die Rohrführung, dann schweiße ich das Ganze einmal durch, damit jeder Verzug quasi weg ist. So, dann hänge ich den Pott auf. Allein schon das Ausrichten, dass der wirklich so mittig hängt, ne, nicht schief hängt und etc. Das dauert schon fast eine halbe Stunde. Also das klingt übertrieben, aber guck mir zu. Ne? So, und dann mache ich halt die Halter an den Pott meistens und lasse ihn durch das Eigengewicht hängen. Mhm. So, das Ganze wird dann durchgeschweißt und erst dann kommen die Endrohre sozusagen. Mhm. Ne? Und das sind die wichtigsten. Genau, weil das ist ja das, was du siehst im Endeffekt. Ne? Das ist jetzt 100, ne? Genau, das ist 101,6. Kauft ihr die so schräg oder schleift ihr die selber so schräg? Wir schneiden die selber mit der Bandsäge. Man kann, da ich mal einen Winkel variieren, das sind jetzt glaube ich 16 Grad. Das ist so der Standardwinkel, den wir benutzen für schräg geschnittene Rohre. Standard-WK-Winkel, 16, genau. 16 Grad. Ja. Wenn es 15 sind, wird es Vladi sofort auffallen wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich schon. Vladi könnte es passieren. Die Endrohre sind falsch. Wer war da an der Bandsäge? Ja. Okay, krass. So. Auf jeden Fall leichter. Ah, die Endrohre sind schwer. Ja. Das ist 100 mal 2 mm, ne? Genau, du hast ja immer diese 1,5er Wandlung gewünscht. Ne? Die habe ich nicht so gerne, ehrlich gesagt, weil die lassen sich nicht so schön schmeißen wie 2 mm, aber im Gewicht. Also ich sage 12 Kilo. Wollt ihr auch einen Tipp abgeben? Naja, da werden wir bei dir nicht. Du hast ja die Waage quasi im Arm. Genau, da kommt keiner gegen an. Ich würde sagen 10,7. Falsch ist immer, dass ich als erstes sage, ne? Weil dann wollen die anderen natürlich so in der Nähe sein. Ne? Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir das. Ist nicht der Nähe. Es ist. Was hattest du gesagt? 12. Krass. Gibt's doch gar nicht. Das ist bei ihm leider wirklich brutal. Ich habe wirklich mein Leben lang alles. Also wenn es noch Wetten das geben würde, würde ich das machen. Ja. Wir haben es wirklich nicht gewogen vorher, ne? Das ist heftig. Ich habe auch an der Messe den alten Topf abgenommen, meinte auch so 8, weil das ist immer schwieriger. Also hier hatte ich jetzt natürlich einen Vorteil, da ich das hier einen alten Pott gewogen habe. Ja. Weil du hebst den so anders als so halt, ne? Ja, aber trotzdem, Alter. Ja, so genau. Da sieht man, was da alles wiegt. Ey, wenn man erstmal sein Leben so viel schon gewogen hat, hat man immer so Referenzen so, ne? 20 Kilo ist für mich immer eine Autobatterie. Ja. So eine normale 70 Ampere-Stunden Batterie, die hat immer so 18 bis 20 Kilo. Mhm. Und dann kann man das so gut schätzen. Okay, krass. Das heißt, wir sind aber trotzdem 7,5 Kilo drunter. Ja, geil. So, ne? Für ganz so einen fetten Topf, die fetten Endrohre und so weiter, ne? Ja. Denke ich mal schon alles, ist gut, alles richtig gemacht. Ne? Ja. Fett. Also optisch auf jeden Fall schon mal eine 1. Schön, dass dir gefällt. Sehr schön. Ich würde sagen, Gewicht auch. Also lieber 12 und einen geilen Klang als 8,5 und passt nicht, klappert und so weiter. Ja. Ne? Da bin ich auf jeden Fall auch voll ganz bei euch. Ja. Plus, jetzt habt ihr das ja sogar so gemacht, dass man theoretisch noch ein bisschen einstellen kann. Genau. Also ich
Ich mache auch immer ganz gerne mal vielleicht einen Punkt dann, damit sich das halt wirklich nicht mehr verstellt, weil jetzt ist das Gewicht natürlich ganz schön weit außen, mhm, hat einen schönen Hebelarm, aber wir testen es erstmal. Und das Auto wird ja auch immer geschont, deswegen ja. Kann sich da unmöglich, ja, unmöglich was verstellen. Also so schön wird es nicht bleiben, glaube ich. Nein, ich würde sagen, wir hängen den einmal kurz an. Ja. Ich habe gerade eine witzige Idee gehabt, eigentlich müsste man bei Limo mal am Ende so eine Art Tagebuch schreiben, wo sie wirklich so alle Gewichte drin stehen, ne? So, ja, von jedem Teil. Aber ich bin fassungslos, Alter. Wie kann man das denn bitte auf 300 Gramm genau machen? Ja, weil musst du mal Kommastelle noch dazu machen. Das ist nicht normal, ey. Das ist echt nicht normal. So, Vladi. Jetzt. Ich befürchte schon, wir müssen ihn gleich nochmal abnehmen, weil Vladi wieder einen Millimeter irgendwie seht, der es auf einmal anders sitzt als ja, so. Ja, ich finde das sehr, sehr penibel. Aber sieht schon gut aus, ne? Auch mit den Endrohren so. Total aus. Finde ich geil. Ja. Ist geil mit den Endrohren, ne? Sieht richtig maskulin aus, das Ding jetzt. Ja. Okay. Also ich finde, sieht selbst jetzt schon endstufenmäßig brutal aus. Super. Vor allem einfach auch so, wenn man nur so von hinten halt drauf guckt, ne? Das ist wirklich hier immer so rundum alles bei euch so. Ja. Kommt da der Zollstock. Mhm. Wir haben mal vorgespannt hier. Und jetzt anziehen. Weil das muss sitzen. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres wie. Jetzt. Da geht der Zollstock aus der Tasche, ja, wie bei so einem Handwerker immer, ja, so. Ja. Passt? Sehr gut, ja, das passt jetzt. So, dann können wir ablassen. Mach nochmal einmal kurz hoch, dass wir uns einmal nochmal so diese Rohrführung und so ein bisschen angucken. Weil das ist schon heftig geil, ne? Ich glaube, wenn du von hier filmst, René, kannst du noch ein bisschen so, wie das hier so sich so durchschlängelt, ne? Vor allem, jetzt sieht man wieder, selbst in Anführungsstrichen nur 70, wird halt unter so einem Armband dann auch schon ein bisschen enger, ne? Also da muss man sich schon genau überlegen, wo die Schelle hin. Ja. Wo den Auspuff lang und so weiter. Ich hatte das hier ja schon letztes Mal fertig gehabt, an den anderen AdPod angepasst. Mhm. Und das hing so einen Tick weiter runter. Mhm. Und da waren Schleifspuren. Und das habe ich natürlich persönlich genommen, ne? Wobei ich zur Verteidigung sage, das war ich als abgefallen. Ja, sehr, ja. Ja, habe ich hier nochmal abgeschnitten und habe das Ganze nochmal ein bisschen abgeändert und maximal hochgehängt sozusagen. Also schon, jetzt ist. Aber der hat halt auch auf dem Flugplatz eigentlich, ja, auf dem Messegelände ein paar Mal 0-100 bekommen, ne? Ja. Aber 6 Sekunden schon? Ist richtig flott. Schon nicht schlecht für so einen Frontantrieb. Richtig schnell, ja. Ja, nee, heftig. Also optisch muss ich wirklich sagen, ist eine 1. Wüsste ich nicht, was ich besser machen würde. Schön. Das ist schon, sehr schön, ist schon geil. Vor allem, wenn du hörst, so 100 mm Endrohr am Abarth, klingt das mal total geistesgestört. Nee. Ja, ich habe auch einen Kopf geschüttelt, sag ich. Aber wenn, ja, aber kleiner oder? Nee, das passt. Das ist also perfekt. Wo ich es reingetan habe, war okay, es passt. So, also ich habe es jetzt auch nur so, ich hatte kurzzeitig so überlegt, 114 ist ja so GTR und so, ne? Ja. Da dachte ich so, wenn das unter solchen Autos ist, das könnte dann unter dem kleinen Flitzer ein bisschen zu krass sein. Ja. Aber 89 hätte verloren ausgesehen, ne? Ja. Das ist wichtig sind halt solche kleinen Details, wie zum Beispiel so ein Endrohr, nach meiner Meinung, muss immer minimal leicht ansteigen. Mhm. Ne? Sonst, ich sag mal, wenn dann so ein 100er Rohr auf einmal nur so leicht runter, das sieht sofort scheiße aus. Ja. Ne? Also, und gerade seid ihr auch kein Fan von, ne? Naja, man muss immer so ein bisschen mit dem Diffusor halt mitgehen. Mhm. Ja. Und da der auch leicht ansteigt, muss man das dann irgendwie schon. Es gibt auch Autos, da passt das, ne? So ein BMW, da passt das einfach, wenn das schön gerade abgeschnitten ist, ne? Aber bei denen hier. Genau, dann solche Details mit Endrohrlänge oder sowas, ja. Man muss bei so einer Edelstahlanlage rechnen. Ja, auch alleine schon, ne? Was das so ein bisschen einen Unterschied macht, wenn das jetzt wieder entweder zu lang oder zu kurz wäre. Ja. Weil es sieht schon, wenn man von hinten reinguckt mit dem Konus, dass es kleiner wird. Okay, das ist jetzt zu dunkel, aber das sieht auch schon, der ist schon fett. Schon genau. Cool. Ja, und dann musst du mal dran denken, dass so eine Anlage auch ein bisschen wandert, die wird ein bisschen länger. Mhm. Durch Hitze? Durch Temperatur. Das heißt, die Endrohre auf jeden Fall generell eher einen Ticken drinnen stehen lassen, ja, weil die kommen mit Temperatur halt raus. Wie viel ist das ungefähr? 1,5 cm ungefähr. Ja.
Sieht extrem aus. Ne? Wenn man dann schon, sage ich mal, ja, so weit rausstehen lässt, dann steht das 3, genau, 30 Meter, also die Schubkarre, weißt du? So, ja, ich würde sagen, wir lassen den mal runter und dann können wir eigentlich mal so einen Kaltstart anreißen hier. Ne? Ja, können wir machen. Vor allem, der hat sogar noch einen richtig guten Kaltstart. Jetzt noch drin. Ja. Einen männlichen Kaltstart. Ja, ich weiß, also 1,4 Liter, weiß ich nicht, was man mit dem Turbo oder so männliches so rausholen will, aber... Die Endrohre, die Diffusor ist jetzt auch für das Männlichste an dem Auto, würde ich sagen. Das sieht richtig geil aus. Also mit den Endrohren jetzt und so. Also ich sage ganz ehrlich, die Kombination Stoßstange, also was heißt Stoßstange? Diffusor von Carotec und die Abgasanlage von euch jetzt ist eigentlich fertig. Also mehr brauchst du, kannst du nichts mehr machen. Erst hatte ich ja kurzzeitig überlegt, ob man das Ganze abändert, dass man nur mittig ein Endrohr irgendwie macht, 2 Rohre mittig oder so. Ne? So sieht das schon. Alles richtig gemacht. Und ich finde das auch geil, wenn man dass diese Flucht hier auch passt irgendwie. Ne? Wenn man jetzt von hinten drauf guckt, ist es nicht so, dass das Rohr rausguckt. Steht aber auch nicht drin. Genau. Ich kann dir aber sagen, das ist wirklich das, was extrem auffällt bei so einer Abgasanlage. Ja, ja. Es gibt Auspuffanlagen und Auspuffanlagen, sage ich immer. Das eine ist irgendwie da einfach so dran und das geht auch ratzifatzi, aber bis das halt so sitzt, wie es hier sitzt, das ist wirklich... Zumindest wenn man so viel Detail liebe wie ihr halt da so. Vor allen Dingen gerade wie Vladi, weil der ist so streng selber zu sich, ich kann es dir nicht vorstellen. So, ich lege das Mikrofon schon mal runter, nicht, dass es gleich kratzt. Autobahn warm gefahren, Autobahnabfahrt, so beim auf der Abfahrt zufahren, weil dann immer so ein bisschen so ein, zwei so dumpfe Knalle aus dem Auspuff. Ne? Das mag ich auch, einfach nur so bum bum und dann muss aber auch aufhören. Fertig so. Ne? Nicht so, so wie so eine Art, wie so ein Leistungsknallen so ungefähr. Das finde ich auch geil. So, das ist cool, aber eigentlich nervt man in dem Fall dann ja auch wirklich alle drumherum, wenn das Ding dauerhaft brabbelt und so. Genau. Ne? Muss ja so nicht sein. Ja, ja, also ich würde sagen, 10 von 10 Punkten, völlig geil, vielen Dank. Gerne. Sehr gerne. Sieht nach Motorsport aus, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Alles richtig gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie es an dem Auto so weitergeht. Ich befürchte, bis er das erste Mal wieder zum Einsatz kommt, ist winterbedingt noch kurz ein bisschen Freiraum. Aber mal gucken, wie das dann so mit anderen Krümmer und Turboladern so. Nicht, dass er dann auf einmal ganz anders klingt. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. War mir wieder eine Ehre hier. Gerne. Wir fahren jetzt noch eine kleine Runde. Welche Strecke fährst du immer? Ja, Suzuka ist dabei. Ach, da gibt es so viele Strecken. Gibt es den Bilzer Berg da wahrscheinlich? Nee, da leider nicht. Gibt es bei Assetto Corsa, glaube ich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.